Also ich bin der Sebastian Zieler von der Firma Teamgeist. Teamgeist ist Experte für aktive Team-Events in Deutschland und wir sind hier seit vielen Jahren schon Partner vor Ort und unterstützen das Kongresshotel mit aktiven Team-Events. Das Kongresshotel ist in der Form einzigartig für uns, dass wir hier die vielfältigsten Möglichkeiten haben in der Umsetzung unserer Events, sei es auf dem Wasser mit der Anbindung an den Templiner See, sei es die Größe des Hauses, also auch für große Gruppen bis zu 500 Personen, wo wir hier unsere Angebote direkt vor Ort auch anbieten können. Ja, wir können natürlich hier im Kongresshotel nicht nur an Land viele Sachen unternehmen, sondern auch viele Sachen auf dem Wasser. Deswegen haben wir ja auch hier die Möglichkeit einer Steganlage. Das heißt also hier beste Voraussetzungen für tolle Floßbau-Events, für Segel-Events, Kanu-Ausflüge oder Drachenboot-Events. Hier beste Bedingungen am Kongresshotel in Potsdam. Also ich erinnere mich natürlich an sehr viele Events, weil wir sehr viele Events hier im Kongresshotel in den letzten Jahren noch umgesetzt haben. Große Events, besondere Events und natürlich eines der größten Highlights war der Floßbau-Weltrekord hier direkt am Kongresshotel, den wir im letzten Jahr sogar auch hier vor Ort nochmal getoppt haben mit 405 Menschen, einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt haben mit dem größten Floß der Welt. Ja, also sehr beliebt am Kongresshotel das Eisstockschießen, was wir hier in Potsdam auch exklusiv am Kongresshotel anbieten. Begeistert jung und alt immer wieder, nicht nur bei den Firmen-Events, sondern auch am Sonntag beim Aktivbrunch. Das ist eines der Highlights für die Wintersaison auf jeden Fall, neben auch dem Nachtbogenschießen und verschiedenen Winter-Challenges, Winter-Games. Tap-Tour, für die Tap-Tour haben wir 2012 den Deutschen Tourismuspreis bekommen. Die erste Tap-Tour war hier am Kongresshotel in Potsdam und mittlerweile hat sich das Ganze weiterentwickelt. Nicht nur die spielerische Komponente, sondern auch Wissenstransfer und da haben wir seit dem vergangenen Jahr hier auch einen virtuellen Laufzettel im Haus, mit dem die Mitarbeiter das Haus völlig neu, auf völlig neuartige Art und Weise kennenlernen dürfen. Ja, die Zukunft geht natürlich sehr stark in die digitalen Events, das heißt also Indoor wie Outdoor. Dafür sind wir mit dem Kongresshotel schon sehr, sehr gut aufgestellt, mit einer spannenden Story auch zum Grafen Zeppelin, zur Historie des Hauses. Ich denke, das können wir gerne noch ausbauen, da haben wir noch Potenzial. Ansonsten natürlich das Tagen im Grünen, ein großes Thema hier im Haus. Da unterstützen wir natürlich auch gerne mit Events im Grünen, mit aktiven Events. Ja, in erster Linie möchten wir uns natürlich bedanken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren, seitdem wir hier sein dürfen vor Ort. Ich kann Frau Braun und Frau Führer nur beglückwünschen zu einem tollen, motivierten Team. Ich hoffe, das bleibt auch noch viele Jahre so. Wünsche natürlich viele tolle Events, gerne mit uns gemeinsam.